In diesem Video erkläre ich dir, wie du die Doppelzunge auf der Panflöte spielst. Wenn du ein bisschen schneller spielen möchtest oder auch wenn du Kondition an deiner Muskulatur aufbauen möchtest, kommst du um die Doppelzunge nicht herum. Einen normalen Panflötenton beginnst du mit D. Mit der Doppelzunge arbeitest du auch mit dem Zungenrücken und artikulierst ein G. Wenn du das nun abwechselnd tust, dann spricht man von Doppelzunge. In der Regel brauchst du das beim Panflötenspielen, wenn du 16. Noten spielst. Das klingt dann so, dass du abwechselnd tust D, G, D, G. In der Rhythmussprache verwendet man oft auch den Ausdruck Taka, Deke. Taka, Deke, Taka, Deke, Taka, Deke, Ta. Wenn du nun Panflöte spielst, ist das sehr ähnlich und du achtest am besten darauf, dass die Zunge sehr weich ist. Vermeide es, ein T oder ein K zu formulieren, also Taka. Nee, spiel mit D, G. Das klingt dann so. Ich nehme ein für mich angenehmen Ton, das wäre zum Beispiel das E. Stell dir vor, dass die Luft ständig fließt, wie ein Bach. So klingt es ständig und du verkrampfst dich nicht in der Zunge. Sonst kriegst du irgendwann einen Knopf oder einen Kolbenklemmer, wie man auch so schön sagt, und du kommst nicht mehr vorwärts beim Panflöte spielen. Ich spiele jeweils 3x 4 16. Noten und hänge dann noch eine Note an. Wenn das klappt, nimmst du vielleicht ein Metronom und beginnst irgendwo mit 60 und arbeitest dich hoch im Tempo. Dabei setze ich auf 1 jeweils Akzente. Da ga teke, da ga teke, da ga teke, da. Wenn du die Luft noch nicht hast, so viele Töne zu spielen, mach einfach einen Schlag weniger, zum Beispiel so. Oder bleib halt bei 4 Schlägen. Je höher du spielst, je mehr Kraft brauchst du und ich spiele in der Regel bis zur hohen D-Röhre, also D3. Jetzt, wenn du ein angenehmes Tempo erreichst, irgendwo bei 120 oder sogar 130 Schlägen pro Minute, probiere das Ganze auch zu koordinieren mit verschiedenen Röhren. Du kannst das aufbauend auch so machen, dass du zum Beispiel die Tonleiter spielst mit jeweils 4 Tönen oder 5. Oder kombinierst dann mit 2er-Blöcken. Wenn du Läufe kombinieren möchtest, geht das am besten mit dieser Übung. Ich bleibe bei 16. Noten, setze Akzente und habe lediglich 3 Röhren. Da, ga, de, ge, da, ga, de, ge, da, ga, de, ge, da. Der Rohrwechsel mache ich mit den Händen.
Wenn das schon ordentlich geht, habe ich noch eine gute Übung, die eine Kombination ist von allen. Und wie die Noten aussehen, werde ich dir unten im Beschrieb verlinken. Ein PDF, welches du von meiner Webseite kostenlos herunterladen kannst. Diese Übung geht folgendermaßen. Auch hier setze ich Akzente und immer wieder eine Note höher. Diese Übung spiele ich bis zur hohen D-Röhre und da oben merkst du dann schon, dass es einiges an Kraft braucht und du sehr gute Muskulatur aufbauen tust und somit auch sehr kräftige Töne spielen kannst. Wenn du dann ein Ave Maria spielst, hast du viel mehr Klangvolumen. Wie es dann mit dem Klangvolumen aussieht, das zeige ich dir in einem anderen Video. Vielleicht schaust du auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe eine Playlist erstellt mit all den Themen, die ich bereits verfilmt habe und Erklär- und Lernvideos gemacht habe. Ich wünsche dir damit viel Vergnügen und wenn du Fragen hast, nutze die Kommentarfunktion und über einen Daumen hoch, wenn dir dieses Video hilft, würde ich mich natürlich auch sehr freuen und natürlich abonniere meinen Kanal. Ich wünsche dir viel Freude beim Panflöte spielen und bis zum nächsten Mal.